die Welt der Neuerscheinungen. Und ich bin dafür da, diese zu testen. Viel Spaß mit dem Video und lasst doch gerne ein Abo da. Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. Rent-A-Car Simulator 24, Steam Spielneuheiten, 11 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen rein. Ihr Name, Herr Seelenlos. Start Game. Mach bitte nicht zu viele Sounds. Okay. Dies ist der Büroparkplatz. Hier können Sie Ihre Autos parken. Das Green Car Symbol ist der Ort, an dem Kunden den Mietwagen abgeben. Aha. Öffne Tür. You started a new career. Wir haben gerade ein Archivement gekriegt. Sie sollten Ihren Bürocomputer für die Autovermietung, den Autoverkauf, die Rechnungszahlen und alle anderen Arbeiten nutzen. Nutzen Sie den Computer und überzeugen Sie sich selbst. Okay. Meine Autos. Ich habe keine Autos. Bauen. Ich könnte was bauen. Aber ich möchte nicht. Lizenzen. Lizenziert. Automarkt Tier 2. Häuser. Okay. Verstehe. So. Und bei euch kann ich jetzt hier die Autos holen oder was? Der sieht doch geil aus hier. F sprechen. Ich habe 0 Dollar. Oh. 30.000 lagen da einfach rum, Alter. Let's go. Wir fangen klein an, Chat, ne? Würde ich sagen. Wir fangen hier mit dem an. Sie möchten 15.000, ich 12.000. Angebot. Um zu fahren, dann müssen Sie Mindestlevel 2 erreichen. Einfach dann, ich kaufe Ihr Auto. Fahren. Meine Fresse, ey. Okay. Meine Autos. Detail. Vermieten. Mietmarktpreis für dieses Auto 700. Wir machen 750. Okay. Sie mieten die Auto zum Tagesmiete von 750. Der ist jetzt... Entschuldigen Sie, Madame, wollen Sie vielleicht... Ich werde über das Wochenende in den Urlaub fahren. Bevor ich gehe, würde ich gerne in Ihr Büro kommen und ein Auto mieten. Okay, danke. Dann kommen Sie doch. Bitte. Junge, diese Sounds killen mich jetzt schon wieder. Ich will einfach nur mal wissen, wie teuer der hier ist. 441.000. Okay. Gut, lassen wir das. Ein neuer Kunde wartet darauf. Ja, los. Ich vermiete Ihnen das Auto. 750 pro Tag. Ich kann nicht insgesamt 750 bezahlen. Ich vermiete Ihnen das Auto. Yeah! Wir haben unseren ersten Erfolg, Alter. Let's do this. Dankeschön für Ihr Vertrauen. Wie viel wollten Sie nochmal für dieses schicke Gerät? Sieht aus wie ein Volvo. 54.000. Nee, danke. So, dann holen wir uns den kleinen Scheiße hier. Den verkaufen wir. Der ist ja wunderbar. 6.000, 5.000 kriegst du. Ach, das kann er gar nicht. Ich bin noch nicht Level 2. Einverstanden, ich kaufe Ihr Auto. Bro, wieso ist das fucking laut? So. Meine Autos. Auf Miete, auf meinen Parkplätzen. Den würde ich gerne verkaufen. Für 8.000. Okay. Dann würden wir einen dicken Gewinn machen. Ein bisschen zumindest. Und deswegen ist er auch nicht mehr dick. Aber das passt schon. Wir warten jetzt auf den Kunden. Witz, oder? Einen Moment bitte, ich cleane gerade das Auto. Dafür kriegen wir XP. Dieses Auto ist nicht mehr schmutzig. Sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag. Für 7.200? Auf gar keinen Fall. Nein.
verkaufe das Auto nicht an dich. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich das hier durchführen darf mit euch. I need your car. Du mit deinem superschönen Schmuckwitz dieses Auto, gar kein Problem. 7200. Das sind ja nur 300 Gewinn. Aber ich muss das jetzt machen. Dann kriegst du das, weil finde ich halt cool. So, jetzt haben wir 15.000. Das ist ganz schön wenig. Ich muss mal eben gucken, was da hinten ist. Da kann man irgendwas kaufen. Wir gehen da jetzt mal hin. Was? Reisen. Automat. Das ist dieser wunderbare Automarkt. Okay, sehr nice. Ich würde gern sprinten. Wow. Das ist ja amazing. 4000. Gebot um 123 erhöhen. 123 erhöhen. Nee, das kann ich nicht machen. Passe. Der Marktpreis ist ja jetzt schon überschritten. Sag mal, bist du doof? Ich werde dieses Auto nicht kaufen. So, was haben wir denn hier? 88.000. Ja, das kann ich gerade noch nicht so wirklich tun. Sehr schön. Das freut mich. Es wird Nacht. Auch toll. Ja, wunderschön am Horizont. Rent a car. Machen Sie das bitte nur bei mir, denn der Herr Seenuss ist der vertrauteste Mensch auf diesem Planeten. Der vertraut es mit gar nichts. Das hat 10 Dollar gekostet, die Scheiße. Tja. Das sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt noch gerade eine Option hier. Noch ein Auto zu kaufen. Wenn ihr versteht. Also das war teuer. Warum stehst du hier so rum? Ich frag mal blöd. Ich möchte das Haus nicht kaufen. Ich komme später vorbei, dann werde ich es mir holen. Ui, das sieht aber böse aus. Ich sag 180. Okay, geht nur in der Auktion. Ja, super. Mhm. Dann gehen wir mal nach Hause und schlafen eine Runde, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir ja morgen Cash kriegen von dem vermieteten Auto. Das ist doch mein Haus hier. Das ist doch wunderschön. Heim. Schlafen. Profitieren 15.000. Aha. Mach mal lieber die Tür zu, bevor die Mücken reinkommen. Ach, guck mal. Neuer Autos-Chat. Ich sag schon wieder Chat, weil ich bin halt so. Ja, du möchtest die Zahlung machen. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Können wir tanken? Das haben wir getankt. Das geht wohl einfach so per Luft. Jetzt haben wir noch ein Auto hier. Das werden wir jetzt verkaufen. Verkaufen. 18.000 ist okay. Wir machen 20. So, und werden jetzt einfach auch nochmal reinigen. Das ist ja wichtig. Reinigen, habe ich gesagt. Hallo? Oh. Sir, Sie wollen schon? 15.000. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht passieren. Ich will auch nicht fahren. Ich möchte es reinigen. Bitte gib mir das Ding. Danke. Wir müssen ja Level ab, ne? Weil wir verhandeln können. Das ist ja ganz wichtig. Dun, 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 dun. Macht das Spaß, Alter. Geil. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als das hier zu tun. Ja, ja, ja. Das Auto ist nicht mehr schmutzig, aber meine Wäsche so. 16.000. Auf gar keinen Fall, Mann. Nein. Das wird nicht passieren. Was soll denn der Scheiß? Oh mein Gott. Oh, entschuldigen Sie. Alter, das sieht geil aus. Sie verfügen nicht über den erforderlichen Führerschein. Wie bitte? Das verstehe ich nicht. So. Ein Kunde wartet. Ich komme, Sir, ich komme. Willst du mit dem Urlaub fahren? Das ist geil. 16,5. Wir machen das. GG. Viel Spaß damit. So, 32.000 haben wir jetzt. Das seht ihr gerade nicht, aber es ist nicht schlimm. Ich sag's euch ja immer. 61 kostet das. Ich möchte das
gerne nicht kaufen. Da müssen wir wieder diesen kleinen Scheißer hier holen, denke ich. Oder wir nehmen uns das hier, so einen Skoda-Verschnitt. So, 32.000 haben wir. Was möchtest du? 13.000. Kaufen wir. Fahren. Ja, ruf jetzt einparken, war ich schon immer stark drin. So, wir machen das jetzt mal vorher sauber. Wenn ich den mal wieder darf, danke. Wir tanken auch direkt. Weil der muss ja voll sein, ne? Nicht mehr schmutzig, alles klar. Dann können wir es auch inserieren. So. Meine Autos. 34.000 ist er gelaufen. Kaufpreis 13.000, 18.000 könnten wir dem weggeben, das wäre ein guter Gewinn. Also machen wir auch mal 18.000. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Mach das Ding weg. Bitte kommen Sie mein Auto kaufen. Was möchtest du dafür? 6.000, einverstanden. Ich parke den mal eben hier. Ich habe gerade ein bisschen Schaden erlitten, aber es ist nicht schlimm. 14.000. Auf gar keinen Fall. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Danke. Bitte putz es. Wo ist das? Das Ding kommt nur raus, wenn es will. Kenne ich irgendwoher. Das Auto ist nicht mehr schmutzig. Okay, wir werden das hier jetzt einfach auch verkaufen. Wir haben richtig miese gar gemacht. Perfekt, Alter. Let's fucking do this. Okay, perfekt. Wieso ist das nur 1% schmutzig? Der Stand ist nicht mehr schmutzig. Ich werde hier verarscht. Was ein grandioses Spiel. Es macht so unglaublich viel Bock, ne? Es ist Wahnsinn. Wie ihr merkt. Ja, bitte. 6.000, ne? Nimm. So, perfekt. 33.000. Meine Fresse, habe ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es ist wirklich sagenhaft. Du möchtest 61.000, das habe ich nicht. Was möchtest du für das Haus? 1,1 Millionen. Kann ich leider gerade nicht machen. Und wir fahren mal irgendwo hin. Vielleicht können wir ja noch irgendwas machen hier. Driftstrecke. Müsste ja eigentlich drauf sein, ne? Ich werde gescammt. Mann. Wir wandern von dem einen Ort zum anderen. Wir wandern durch die schöne weite Welt. Ach, wie wunderschön ist es, mit dir rauszugehen. Einmal vor, zwei zurück. Diese Welt, die ist verrückt. Eieieiei. Okay, das könnten wir vielleicht uns kaufen. Das sieht so ein bisschen nicht so teuer aus. 50.000 leckt mich am Arsch. Ich werde dieses Auto nicht kaufen. Hier müssen wir auch gar nicht drüber reden. Das ist wahrscheinlich auch wieder so teuer. Ja. Und ich muss einfach sagen, meine Damen und Herren, dieses Spiel ist das absolut grässlichste, was ich bis jetzt, glaube ich, gespielt habe hier. In dieser Reihe Neuerscheinungen. Da fehlt ja noch so viel, wie bei meinem Verstand für Mathematik. Und deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, ihr konntet wenigstens ein paar Minütchen jetzt abschalten. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, das ist furchtbar. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und ein Kommentar, wenn ihr wollt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war echt fürchterlich. Dankeschön.